1965 schien Vietnam nur ein weiterer unbedeutender Krisenherd zu sein. Doch es kam alles ganz anders. Vietnam unterschied sich von allem bisher Dagewesenen. Im Zweiten Weltkrieg war das Durchschnittsalter der Frontsoldaten 26. In Vietnam war es 19. Soldat in Vietnam war durchschnittlich 12 Monate dienstverpflichtet. 12 Monate fast täglich unter feindlichem Feuer. Der Sprecher gab heute in Saigon bekannt, dass allein in der letzten Woche 700 feindliche Soldaten gefallen sind. Im äußerst hart umkämpften Grenzgebiet zu Nordvietnam verlor der Feind insgesamt 2689 Mann. 90. Vietnam-Soldaten an schweren psychischen Schäden haben fehlende Schuldgefühle und Selbstmordgedanken. 10 Jahre nach Rückkehr in die Heimat kämpfen noch heute fast 800.000 Männer ihren einsamen Kampf, den Kampf gegen Vietnam. Gilt als Held. Keiner gilt als Held. Keiner gilt als Held. Keiner gilt als Held. Keiner gilt als Held. Saigon, 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 Saig
Saigon, Vietnam, Saigon, Vietnam, Saigon, Vietnam, Saigon, Vietnam, Saigon, Vietnam, Saigon, Vietnam, Vietnam, Saigon, Vietnam, Saigon, 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 Saig